Und jetzt ist das Regio TV Plus für euch im Heimatmuseum in Rinach. Wir haben es euch angekündigt. Der Danny lässt sich das natürlich nicht nehmen, an den Genussdeko reinschauen. Und ich denke, wir fangen gerade mal schnell mit dem Jürg an. Er hat vom Weinparadies aus eingeladen. Und da sind wir jetzt auch gerade schon zum Anfang im zweiten Stock und haben hier natürlich eine Fülle von feinen Tröpfchen angetroffen. Jetzt Jürg, ich habe gerade schnell einen Aufgabe gestellt und reingekommen und gesagt, aufsäckeln, mach das parat, was du findest, das würde dir persönlich am besten schmecken. Also für mich absolut mein Lieblingswein ist der Cabernet Sauvignon aus dem Veneto vom Weingut Marion. Er wird ähnlich gemacht wie eine Amarone. Die Trauben werden zwar nur etwa 4 Wochen getrocknet, sind nachher 24 Monate im Barrik. Und es gibt natürlich eine extreme Frucht. Und der Cabernet ist eigentlich relativ schwer zu erkennen, aber es ist wirklich für mich. Es ist nicht der teuerste, aber für mich der beste Wein, den wir hier an dieser Ausstellung haben. Also ich habe jetzt ein paar Mal das Näschen drin gehabt. Du musst sagen, ja, Amarone schmeckt man durch. Also, Machart, ja, wie ein Amarone. Die Traube ist natürlich beim Amarone komplett etwas anderes. Das ist ein 100%iger Cabernet Sauvignon. Aber ein bisschen gemacht wie ein kleiner Amarone. Wahnsinn, dann würde ich sagen, zum Einstieg nehmen wir hier zusammen ein Schlückchen und dann, genau, und dann lade ich euch ein auf einen kleinen Rundgang. Ich bin natürlich hier das ein oder das andere Produkt schnell probieren. Ich habe sogar mal den Finger noch immer reingedrückt. Zum Wohl. Zum Wohl, Danny. Und da habe ich Binas Küchenzauber angetroffen und bei mir ist Sabine. Sag mal, was hast du dir alles ausgedacht? Weil es sind irgendwie alles Sachen, die ich so in der Zusammensetzung kaum noch mehr gesehen habe. Fantasievoll. So ist es. Also das ist eigentlich auch meine Philosophie. Ich möchte Sachen machen, die man so nicht findet in der Regal. Wie jetzt gerade hier, also eine sommerliche Gomphi Ananas Passionsfrucht. Ein wunderbarer Geschmack im Mund, wo sie wirklich beide Aromen voll geniessen können. Genau, so sind Sachen. Ich mache das als Hobby und gehe ein bisschen an die Märkte und habe Freude daran, wenn meine Produkte ankommen und gefallen. Also komm, aber erzähl gerade noch weiter, was haben wir hier lustig? Gut, dann haben wir den Feigensenf, der auf einer süßen Basis geschaffen wird. Hervorragend zu Käse oder zu weißem Fleisch. Ich mache alle Produkte mit frischen Zutaten, ohne Chemie, ohne Zusatzstoff. Es konserviert sich selber mit dem Zucker oder ein Pesto mit dem Öl. So. Hier nebenan ist noch mal ein anderes Pesto. Ich habe mal den Finger noch immer drin, natürlich. Ich kann das nicht gerade lassen. Mm. Das ist jetzt nicht gerade. Ich weiß, aber ich habe jetzt müssen. Ganz fein. Danke, vielmals. Hier hinten würde ich jetzt gerne zum Pesto Rosso gehen, der ein bisschen Renner ist von meinen Produkten. Es ist ein Pesto Rosso geschafft aus getrockneten Tomaten, wo ein bisschen Pecorino-Käse noch drin ist, der ein bisschen rezent ist und wunderbar schmeckt zu den Teigwaren auf Brot oder als Aperitif oder in Blätterteig auch eingeschafft werden. Sabine, die zauberhaften Produkte sind alle handmade, das heisst, man findet sie jetzt nicht einfach neu in einem Grossladen. Wie kommt man dran an? Wie meldet man sich bei dir? Gibt man das in Bestellung auf oder gibt man dir auch noch irgendein Wünschli auf? Also Wünschli kann man mir geben, weil ich mache alles selber, also auch Grössen sind eigentlich frei wählbar. Am besten läutet man an oder ich habe auch eine Homepage, aber ich pflege eigentlich gerne noch so ein bisschen den persönlichen Kontakt. Ich finde, das gehört dazu und das macht es auch das Ganze noch ein bisschen charmanter. Ich sage nur, wow, ihr seht, was ich vor mir liegen habe. Und ich habe nicht zu viel versprochen, als ich von diesen Genusstagen geschwärmt habe. Bäckerei Grelliger, hier mit einem ganz feinen Sortiment. Und jetzt habe ich bei mir, Simon, erzähl mir doch schnell gerade von vorne durch. Das sieht nach Russenzopf aus, oder? Ganz genau, das ist der beste Russenzopf, den es gibt. Einerseits mit Mandeln und Haselnuss. Weltbekannt schon fast, also wirklich einer der besten. Weiter, was haben wir hier Lustiges? Lustiges. Ja, Lustig und Lustiges, genau. Das ist unsere Hausspezialität von der Feinbäckerei, die Finesse. Die gibt es auch in 3 Variationen. Einerseits mit Zitronenaroma, Schocke und Vanille. Tipptopp, jetzt kannst du gerade Gas geben. Weiter, hier haben wir noch die Göpfelweihe, wundervoll vom Muster. Ist da speziell viel Vanille drin oder haben da so natürlich schon ein eigenes Rezept für den Guss? Genau, also Grossvaters Rezept ist hier immer noch dabei. Also mit Äpfel, Himbeer, Brombeer und Aprikosenweihe. Wir haben natürlich noch unterschiedliche Früchte sonst im Sortiment wie Rhabarber oder Kirsi, was auch immer. Genau. Wunderbar, ich komme da aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Und ihr wisst, alle diese feinen Sachen treffen ihr jeden Tag in wo? Rinach natürlich.
Macht du noch ich es jetzt? Ja, ist gut. Erzähl wo? Kerwil. Ja, viele andere Arten habe ich nicht mehr, aber du darfst gerne weiter essen. Das ist ganz okay. Sorry, ich habe nicht einmal gefragt, aber ich habe nicht mehr anders können. So, und das kennen ihr sicher alle. Narin ist natürlich, denke ich, für die meisten von euch vor allem Bouillon und Gewürz und sonstige Zusätze. Jetzt, mein Chef, erzähl mir schnell, was haben wir hier für eins? Ich habe gesehen, gerade der Sommer ist auch bei euch gekommen. Ich wollte gerade sagen, jawohl, genau, der Sommer steht ja vor der Haustür. Und wir haben natürlich auch Sommerprodukte, also sprich Eistee, den wir anbieten. Wir haben Frappe, wir haben diverse Shake, die wir können anbieten können. Alles für die Zeit, die wir jetzt hier haben. Ja. Na, schnell eine Frage. Was ist denn speziell an eurem Eistee? Was macht der anders als ein anderer? Also was vor allem ganz speziell ist, dass er ohne Zucker ist, also ohne Zuckerzusatz, ohne Kristallzucker, ohne Traubenzucker und hat Vitamin C drin und ist mehr oder weniger, sage ich jetzt, auf natürlicher Basis. Oder? Ja. Wunderbar. Also, und unterwegs werdet ihr sicher wieder noch in einem Arena antreffen. Dann wisst ihr aber jetzt sofort, das ist nicht nur Bouillon.